Also, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir jetzt auch, also im Change, auch wenn wir eben bei Kunden sind, auch sagen, also da muss auch erstmal ein Workshop her, da die Leute müssen da auch erst befähigt werden. Also ich glaube, am wichtigsten, am ersten steht natürlich die Technik. Also die Technik ist die Voraussetzung, dass hybride Meetings auch funktionieren. Das heißt wirklich mit einem großen Monitor, mit einem Whiteboard etc. und einer funktionierenden Internetverbindung ist schon viel gemacht. Und dann ist es natürlich auch wichtig, und ich glaube, das wird oft vergessen, ich meine, zum Beispiel sind zwei Personen physisch in einem Raum, der andere ist digital zugeschalten. Ich sollte mich nicht wegdrehen von der Kamera. Es passiert so oft in den hybriden Meetings, dass wenn man gemeinsam was erarbeitet, dass ich mich dann zu meinem Gegenüber drehe, der neben mir sitzt und so den anderen Teilnehmenden natürlich vergesst, der eigentlich digital, der eigentlich zugeschalten ist. Und da sollte man einfach auf seine Körpersprache auch achten, dass man natürlich da immer mit dem anderen auch in der Kommunikation ist. Und ansonsten würde ich, glaube ich, hilft es auch, bestimmte Rollen zu definieren. Also wer ist Moderator, ne? Wer schaut auf die Zeit, hält die Zeit irgendwie im Blick? Wer guckt zum Beispiel auch bei solchen Meetings jetzt genau, wie es Max es auch macht? Wer guckt auf die Chats und schaut, ob irgendwelche Sachen noch mit reingeschrieben werden? Also vor allem, wenn es halt um größere Meetings auch geht. Ja. Was wir dann auch gemacht haben oder jetzt ja, auch lange nicht perfekt sind, aber was wir gelernt haben in der letzten Zeit ist, dass es super hilfreich ist bei solchen Meetings, wo halt echt ein paar Leute zu Hause sitzen oder nicht im Büro sind und ein paar sitzen zusammen im Büro, dass alle, die auch im Büro in einem Raum sitzen, doch auch ihren Laptop am Start haben und tatsächlich auch die Session joinen, sodass halt du, so wie jetzt quasi, auf dem Bildschirm bist. So, das hat nochmal eine andere Wirkung für das Gesamte, weil du bist dann trotzdem in diesem virtuellen Raum zusammen und hast halt ein Gefühl von Gemeinsamkeit und kannst auch anders arbeiten. Du musst nicht immer in irgendeine Kamera links und rechts gucken, was du gerade sagtest, Sophia, und dich darauf konzentrieren, sondern bist dann einfach so jetzt hier da, obwohl du mit anderen Leuten auch im Raum sitzt. Und so fühlt sich halt niemand verloren. Das hilft bei uns immer ganz gut tatsächlich. Stimme ich dir auch zu. Und ich glaube, worüber man sich auch genau, worüber man sich auch Gedanken machen sollte, ist also dieses Thema asynchrone Kommunikation. Also welche Informationen etc. kann ich vor dem Meeting zum Beispiel per E-Mail verschicken, dass man sich darauf schon mal vorbereiten kann und man in so einem Meeting eben nicht die Zeit verliert, weil man das alles erstmal durchgehen muss. Ja, und du fragtest noch irgendwie Technik unabdingbar. Also wir nutzen bei uns halt Teams so und das komplette Microsoft-Paket. Haben aber auch Miro als Beispiel jetzt. Ich mache jetzt hier keine Werbung, aber es funktioniert bei uns gut so. Und wir bieten halt aber auch, damit es gut funktioniert, interne Trainings an, damit die Leute halt das bedienen können. Weil bringt nichts nur die Technik zu haben, du musst halt auch die Skills haben. So. Ja,